Hallo ihr Lieben, Marasi erzählt euch heute eine Geschichte von Victoria. Sie hat nämlich ein Pferd bekommen. Wenn euch die Geschichte gefällt, erzählt es bitte euren Freunden und gebt mir gern einen Daumen hoch. Danke fürs Anhören und viel Spaß! Susi. Der kleine Alexander wohnt mit seiner Mama und seinem Papa am Waldesrand, weil sein Papa Förster ist. Der Förster passt auf die Tiere und den Wald auf. Was war das gestern für eine Aufregung im Forsthaus? Victoria hat ein Shetland-Pony bekommen. Die ganze Woche wurde gesägt und gehämmert. In dem Stall wurde eine große Box abgetrennt. Diese lag an der Rückwand von dem Stall. In diese Wand baute Victorias Papa noch eine Tür ein. So konnte das Pony direkt auf die angrenzende große Wiese gehen. Alle hatten geholfen, die Box zu bauen. Die vorderen Latten und auch die Tür waren nicht so hoch, damit das Pferdchen darüber schauen konnte. Es wurde ein großer Trog für das Wasser in die Box hineingestellt, eine Krippe für das Heu an der Wand befestigt und noch ein größerer Napf für Hafer oder Gemüse stand auch schon bereit. Genauso wie ein Salzleckstein. Samstagmorgen hatte Victoria ganz viel Stroh in die Box gestreut. Sie war ganz aufgeregt, denn ihr Papa war schon früh losgefahren, um das Pferdchen abzuholen. Auch Alexander war schon angesteckt worden mit ihrer Aufregung, und so liefen die Kinder zwischen dem Haus und dem Stall hin und her. Alexander freute sich für Victoria, denn sie wollte schon so lange ein Pony und hier im Forsthaus durfte sie endlich eines haben, denn hier war genug Platz für ein Pferd. Alexander hatte etwas Angst vor Pferden. Er hatte zwar mitgeholfen, die Box abzutrennen, aber er würde sonst nichts mit dem Pony machen, hatte er gesagt. Gegen Mittag fuhr Victorias Papa endlich mit dem Pferdeanhänger vor. Victoria jubelte und lief sofort zu der Tür vom Anhänger. Aber sie war noch zu klein, sie bekam die Tür nicht auf. Ihr Papa musste helfen. Und als die Tür aufging, sprang Victoria sofort in den Anhänger und umarmte das Pferdchen. Es war eine 11-monatige Shetland-Schimmelstute. Ein sogenannter Jährling und kein Fohlen mehr. Victorias Eltern haben sich bewusst für so ein junges Pferd entschieden, denn Victoria war ja auch noch sehr klein. So können sich Victoria und der Shetland-Pony langsam aneinander gewöhnen. Zusammen spielen, kuscheln, spazieren gehen, vielleicht auch einmal an der Longe laufen, bevor es dann mit 2,5 Jahren zugeritten werden darf. Dann kann auch Victoria mit dem Reitunterricht beginnen. Behutsam führte Victoria ihr Pferdchen aus dem Anhänger heraus. Alexander hielt erst einmal Abstand. Aber das Pony war klein und sah sehr niedlich aus. Das musste er zugeben. Kaum standen sie auf dem Hof, kam Sherry angerannt und schnupperte neugierig. Auch das Pony zeigte Interesse an ihm. Die Züchterin hatte selbst andere Tiere bei sich auf dem Hof, so dass das Pony an andere Tiere, auch an Hunde, gewöhnt war. Da es anfing zu regnen, gingen alle in den Stall. Auch George hatte die Aufregung mitbekommen und stand von seinem Platz auf. Victoria nahm das Halfter ab und sie ließ George, Sherry und... Ja, sagte Alexander, wie sollte das Pony eigentlich heißen? Susi, lächelte Victoria. Den Namen hatte sie schon von Anfang an im Kopf gehabt und sie fand, ihr Pony sah aus wie eine Susi. Sie schauten, also Sherry, George und Susi, dabei zu, wie sie sich kennenlernten. Sie liefen im Stall herum und es sah fast so aus, als ob Sherry und George Susi alles zeigen wollten. Nach einer Weile nahm Victoria eine Möhre in die Hand und lockte so Susi in die Box. Unsicher schaute die sich um, aber die Möhre lenkte sie erst einmal ab. Und es dauerte nicht lange,
Da standen Jerry und George auch in der Box. Die Kinder mussten lachen. Wahrscheinlich werden sie jetzt nicht mehr bei George liegen, meinte Alexander, sondern hier in der Pferdebox. Das wäre doch toll, sagte Victoria. Dann hat Susie gleich ein paar Freunde und fühlt sich nicht so allein ohne ihre Mama hier. Den ganzen Nachmittag und frühen Abend blieben die Kinder im Stall und spielten mit den Tieren. Ganz langsam traute sich auch Alexander in die Nähe von Susie. Victoria wollte im Stall bei Susie bleiben. Als ihre Mama sie auf den Arm nahm, um sie mit ins Haus zu nehmen, weinte sie sogar. Sie beruhigte sich erst, als ihr Papa ihr versprach, noch einmal am Abend nach Susie zu schauen. Die Boxentür durfte offen bleiben und so konnten die drei neuen Freunde zusammen sein, wenn sie es wollten. Victoria war beim Abendessen immer noch traurig. Sie dachte, Susie hat bestimmt Heimweh. Als Victoria schon in ihrem Bettchen lag, kam ihr Papa noch einmal ins Zimmer. Er war gerade im Stall gewesen und hatte mit seinem Handy ein Foto gemacht. Dieses zeigte er Victoria. Ganz eng aneinander gekuschelt lagen in Susis Box Susie, George und Jerry. Das freute Victoria und nun konnte auch sie beruhigt einschlafen. In ihrem Traum lagen sie und Alexander zwischen den drei neuen Freunden im Stall.